Lasst uns etwas meditieren. Stanley und ich sind viel zu nervös von diesem Song. Handy ausstellen. Wir fangen jetzt auf dem 9. Stockwerk an. Abends ist eigentlich keine gute Zeit zu meditieren. Am Morgen ist es am besten. Aber wir können eine kurze Meditation machen. Räuspert euch. Dieses Mal beginnen wir mit 10 Atemzügen. Zählt 10 lange Ausatemzüge. Und dann bringt bitte einen eurer Lehrer vor euch und bittet sie, zu euch zu kommen und sich vor euch zu setzen, und zwar lebendig und wahrhaftig. Und sie schauen euch an mit Liebe. Und dann denkt bitte an eine Qualität, die ihr an ihnen besonders bewundert.
dann kommt bitte in das Zentrum eures Geistes, was sehr angenehm dunkel ist. Und seht die Silbersamen, die wunderschönen Silbersamen. Und dann seht, wie sich einer von ihnen öffnet. Und dann herauskommt ein Geisterbild eures Lehrers. Und es ist diese wunderbare Qualität. Es sieht aus wie ein Hologramm eures Lehrers. Und es hat diese Qualität. Und es fliegt von eurer Stirn weg. Und es lässt sich wie ein Vogel auf eurem Lehrer nieder. Und deswegen sehe ich, dass mein Lehrer diese Qualität hat. Weil es nämlich von mir kommt. Seht, wie sich ein paar Samen öffnen und seht, wie sich das Bild auf eurem Lehrer niederlässt. Und jetzt denke dir, wie sind diese Samen in meinen Geist gepflanzt worden? Viele von ihnen müssen in einem vergangenen Leben gepflanzt worden sein. Und wir können uns nicht direkt daran erinnern. Aber wir können es uns vorstellen in unserem vergangenen Leben. Was wir getan haben. Und wir können uns vorstellen, was für eine Art Person wir waren. Und wir können darum eine Geschichte aufbauen in unserem vergangenen Leben. Also das ist heute der letzte Abend unseres Programms. Und wir sind alle ziemlich müde. Und deswegen möchte ich, dass ihr euch heute Abend einfach entspannt. Also konzentriert euch nicht zu stark. Stellt euch einfach vor, ihr seid bei euch zu Hause. Und ihr habt gerade ein schönes Abendessen gegessen. Und die Küche ist still. Und ihr entspannt euch einfach in einem Stuhl. Und stellt euch vor, wie war ich in meinem vergangenen Leben? Macht eine schöne Geschichte daraus, mit vielen Details. Während der Geschichte sollten keine negativen Teile vorkommen. Natürlich haben wir sehr viele negative Samen. Aber wir haben den besten Samen von allen. Wir haben nämlich einen Lehrersamen. Und das sollten wir feiern. Wir sollten glücklich sein.
macht also eine schöne Geschichte darüber, wer ihr wart in eurem vergangenen Leben und wie ihr diese Samen gesät habt. Und nach der Meditation werde ich Leute fragen, ob sie darüber sprechen möchten, was sie sich für ihr vergangenes Leben vorgestellt haben. Und dann könnt ihr es mit uns teilen. Macht also eine schöne Geschichte. Wir werden ein paar ruhige Minuten damit verbringen. Entspannt einfach. Kämpft nicht mit eurem Geist. Euer Geist wird darüber nachdenken, nach Hause zu fahren. Geht einfach zu eurem Film zurück.
Jetzt kommt bitte zu eurem Lehrer zurück. Und mit Respekt bittet ihn, zur Seite zu treten. Und bringt einen anderen Lehrer. Die sehen genauso aus. Aber das Gefühl ist anders. Der zweite Lehrer, die habt ihr zufällig getroffen. Die kommen nicht von euren Samen. Und ihr würdet euch auch in der Zukunft zufällig wieder trennen. Ihr habt keine Zukunft zusammen, zur Erleuchtung zu gelangen. Und versucht mal zu fühlen, wie unbequem sich das anfühlt. Der Lehrer, der wie ein Fremder ist. Kann das wirklich dieser schöne Lehrer sein, den ihr habt? Der nicht von euch kommt, der nicht von eurer Güte gegenüber anderen kommt. Und jetzt löscht einfach diesen Lehrer. Die haben keinen Platz in eurem Leben, die sollten wieder gehen. Und schickt sie weg. Und dann gibt es dort einen Ort, wo die verschwunden sind. Das ist kein körperlicher Ort, kein physischer Ort. Nicht so wie in einem Glas oder in einer Tasse. Das ist die Abwesenheit eines Lehrers, der nicht von euch kommt. Und ihr müsst sehr hart probieren, in diesen Raum zu treten. Wir haben das noch nie in unserem Leben gemacht. Das ist also etwas Neues für uns. Und es wird ein paar Wochen dauern, um das zu lernen. Aber bitte versucht es weiter. Und bittet euren wahren Lehrer um Hilfe. Lasst es uns für ein paar Minuten versuchen. Und unter Umständen kommt es nicht heute Abend. Aber wenn es kommt, dann werdet ihr sehr erstaunt sein.
Und jetzt ladet den wahren Lehrer ein, wieder zurückzukommen. Und versucht eine Sache zu verstehen. Der wahre Lehrer kann nur in diesem leeren Raum existieren, wo der Falsche weggegangen ist. Der Film des wahren Lehrers braucht eine weiße Leinwand. Vielleicht verstehen wir das nicht heute Abend, aber erinnert euch, der wahre Lehrer, der von unseren Samen kommt, braucht eine leere Projektionsfläche, wo er sitzen kann, wo der falsche Lehrer war. Bringt also den wahren Lehrer zurück und genießt es, mit ihnen zusammenzusitzen. Und entspannt euch. Seid mit eurem Lehrer zusammen. Glücklich und still und dankbar am letzten Abend unseres Retreats. Dreimal lang ausatmen. Und widmet dieses gute Karma mit goldenem Licht. Und dann könnt ihr langsam die Augen öffnen. Und ich dachte, dass einige von euch vielleicht mit uns teilen möchten, ein bisschen über die Geschichte von eurem vergangenen Leben, die vorgestellte Geschichte. Macht es jetzt bitte nicht zu lang, damit mehrere Leute eine Chance bekommen. Wer möchte was mitteilen?因为当时我想要看。
Meine Geschichte ist mit Geshla in meinem vergangenen Leben, denn wir sind geflogen und wir haben Berge und Seen gesehen. Und dann sind wir bei einem goldenen Palast angekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass er mein älterer Bruder ist. Und er wird der König des ganzen Universums werden. Und dann müsste er eine Person opfern, um auf eine normale Erde zu schicken, um dann eben diese Dinge weiterzubringen. Und dann als jüngere Schwester habe ich mich geopfert. Und dann habe ich so getan, als sei ich ein Junge. Und dann habe ich viele gute Dinge über ihn erzählt. Und dann habe ich ihn so eigentlich für mich als Samen gesät und kann ihn heute so sehen. Ich mag die Geschichte sehr, weil du deine Fantasie einfach hast fliegen lassen. Ich hoffe, dass das jeder von euch kann. Ihr müsst jetzt nicht Junge oder Mädchen sein. Manchmal bin ich sogar gerne ein Fisch oder eine Maus. Sowas in der Art. Das ist okay. Eine nette Maus. Noch jemand anders? Meine Geschichte, ich weiß nicht, ob das aus einem vergangenen Leben ist, aber ich habe Lord Maitreya gesehen und der ist den Berg runtergelaufen mit ein paar Mädchen und Jungen und die haben Spaß zusammen gehabt und ich weiß nicht, ob ich jetzt Maitreya war oder eins von den Kindern. Noch jemand? Meine Qualität war Leerheit und Mitgefühl. Das ist ein bisschen traurig, weil ich war auf einem Schlachtfeld. Und da waren überall sehr viele Leichen und da waren Generäle und da war auch meine Freundin Jenny. Und wir waren alle Generäle. Und nachdem wir diese Szenerie gesehen haben, dann hatte ich diesen starken Wunsch, ich möchte wirklich
in der Zukunft keine Schlachten mehr sehen. Ich möchte keinen Töten mehr sehen. Was ist also die Art und Weise, wie ich das ändern kann? Und dann bist du auf einmal erschienen und hast uns Leerheit beigebracht. Vielen Dank, Geshe Michael. Ich habe 3 Leben gehabt und das letzte, das war wie Oliver Twist, wie die letzte Jahrhundert. Ich war ein kleiner, dünner Junge ohne Eltern und dann gab es einen Priester und der hat mich zur Kirche gebracht. Und das war ein Leben. Und das mittlere Leben, da war ich ein Tier im Wald und da haben mich die Jäger getötet und haben mein Fleisch gegessen. Und dann war ich Jesus. Und ich habe das Kreuz getragen und bin ich zum Berg gelaufen. Dann hatte ich das lange Haar, dann hatte ich lange Haare als Mann. Dann habe ich Jesus geholfen, mit dem Kreuz zu gehen. Ja, wenn ihr von China seid, dann könnt ihr überall hingehen und Amerikaner können auch Chinesen werden. Oder wenn ihr von Deutschland seid oder von Russland, dann muss es einen Grund dafür geben, dass ihr mit so vielen Chinesen hier zusammen seid. Nicht? So was in der Art. Jetzt gehen wir zu den 4 Wahrheiten. Und zuerst möchte ich euch einfach die Namen der 16 Aspekte nennen. Und die werden von allen buddhistischen Schulen akzeptiert. Die erste Arya-Wahrheit ist das Leiden. Wir müssen alles verlieren. Unsere Familie, unser Haus, auch unseren eigenen Körper. Und diese Wahrheit hat 4 Teile. Die erste ist Impermanenz, Vergänglichkeit. Wir können sie nicht behalten. Und auf Tibetisch heißt das Mitak. Das zweite, Dungyao, und das heißt Leid. Es gibt 3 verschiedene Arten von Leid. Das erste ist das offensichtliche Leid, wenn ihr euch schneidet
oder wenn ihr einen Kopfschmerz habt. Das zweite ist das Leid des Wandels. Jedes Mal, wenn wir was Schönes haben, dann wird das alt und dann verändert sich das. Die Ehe wird zur Scheidung und Frieden wird zum Krieg und Gesundheit wird Krankheit. Und die dritte Form des Leids, der Körper muss alt werden. Es sei denn, ihr verändert die Samen. Wenn ihr nichts über Samen wisst, dann wird euer Körper alt werden und euer Geist wird alt werden und ihr werdet alles verlieren. Das ist das Zweite also. Und das Dritte, Tongba. Diese Dinge sind leer. Leerheit sind viele Sachen. Normalerweise ist es was Gutes. Aber in diesem Fall zählen wir das als den dritten Aspekt von den vier Arya-Wahrheiten. Das vierte ist Dagme. Und das bedeutet kein Selbst. Dinge sind nicht sie selbst. Das klingt zwar seltsam, aber wenn ich euch ein Beispiel nenne, dann könnt ihr es leicht verstehen. Feuer ist nicht heiß, nicht von sich selber aus. Warum ist Feuer heiß? Das Heiße ist nicht im Feuer. Das Heiße ist so wie der Stift. Es kommt von mir. Das ist also eine rote Flamme. Und warum die heiß ist? Das Heiße kommt von mir. Deswegen können manche Feuer anfassen. Die haben andere Samen. Für die ist Feuer nicht heiß. Es gibt ein berühmtes Bild von Jesus, der ist dann auf dem Wasser gelaufen. Für ihn ist Wasser nicht nass. Die Nässe des Wassers kommt von mir. Das ist eben die Bedeutung von nicht selbst. Und hier ist es aber ein Teil von der Wahrheit des Leids. Die zweite Wahrheit, das ist eben die Wahrheit vom Loch im Dach. Was ist also der Grund und die Quelle meines Leids? Und da gibt es auch wieder vier Teile. Das erste heißt Gyu. Und das bedeutet Grund, die Ursache. Und das zweite, was hier Nummer 6 ist, Kunjung. Kunjung heißt wie eine unterirdische Quelle. Und was ist also jetzt die Ursache des Wassers? Eine unterirdische Quelle, wo das Leid herkommt. Wir kennen die Ursache. Jedes Problem, was ich habe. Nehmen wir mal an, ihr habt Probleme zu meditieren. Ihr setzt euch hin, schließt eure Augen. Und du machst alles korrekt. Die Füße sind richtig, die Hände sind richtig, die Schultern sind richtig. Und du schließt die Augen
Und dein Geist geht. Das ist, weil du letzte Woche zu viel gequatscht hast. Du hast andere Leute damit belästigt. Lass mich dir meine Idee erzählen. Und dann hier Monika, ich möchte meine Idee erzählen. Und dann redest du eine Stunde. Und dann redest du zu viel. Und dann säst du einen Samen. Und nächste Woche, wenn du meditierst, dann öffnet sich der Samen. Und dann geht das in deinem Geist los. Bla 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 bla. Gute Übersetzung. Also das nennt sich die unterirdische Quelle. Und Nummer 7 ist Qian. Und das heißt Faktor. Wie der Samen ist die Ursache für den Baum. Und Wasser und warmes Wetter und guter Boden, das sind Bedingungen. Die sind nicht der Hauptgrund. Das ist also die Bedeutung von Nummer 7. Das ist also die Bedingung. Und Nummer 8, Rabke, und das heißt Boden. Ach, das heißt fließen. Ein stetes Fließen. Wenn ihr das Wasser in eurem Hotelzimmer weit aufdreht und das Wasser herausfließt, das ist Nummer 8. Es ist ein starker Fluss. Ein starker Fluss. Und die dritte Wahrheit ist auch wieder 4 Teile. Das ist, du kannst es stoppen. Die dritte Wahrheit ist, du kannst es stoppen. Tod stoppen und auch das Altern. Und du kannst es stoppen, deine Familie zu verlieren, Eltern und Kinder. Du kannst das anhalten. Du kannst dieses stoppen. Und die Nummer 9, Goppa, heißt stoppen. Du kannst es anhalten. Und Nummer 10 heißt Shiva und das bedeutet Frieden. Du kannst Frieden finden. Und Nummer 11, Gyanam, heißt schön. Wenn ihr Tod stoppen könnt und Krankheit und eure Familie zu verlieren, das ist das Schönste. Und Nummer 12, Nianzhong. Hier bedeutet das unvermeidliches Ende. Das ist ein unvermeidliches gutes Ende. Das ist das garantierte gute Ende der Geschichte. Das ist Nummer 12. Und die vierte Wahrheit, das ist die Wahrheit des Weges. Es gibt einen Weg, es gibt eine Methode. Du lernst es einfach, du machst es einfach und du kannst Tod stoppen. Für dich selber und für deine Familie. Nummer 13. Der erste Teil vom Weg ist auch Weg genannt. Weg. 14. Rigpa ist die logische Methode. Es macht Sinn. Eine gute Methode. Und 15. Heißt Drupa. Das ist die Praxis, eine buddhistische Praxis. Es ist etwas, was du tun kannst.
diese Meditation und zu studieren und anderen Leuten zu dienen. Und diese Praxis wird funktionieren. Und 16, das ist der Bruder von Nummer 12. 16 ist der Bruder von 12. 12 war das garantierte gute Ende der Geschichte. Und 16? Das ist das Ding, was das garantierte gute Ende der Geschichte bringen wird. Das sind 16. Und dann habe ich jetzt einen Vorschlag. Du kannst deren Namen fast in der Sutra gar nicht finden. Die sind gut bekannt. Buddha hat die gelehrt. Die sind in vielen Sutras. Und jeder nennt sie einfach die 16. Und wenn du sagst, was sind die 16? Dann gibt es nur 2 von 100 Leuten, die die Namen sagen können. Aber wenn du dann fragst, was bedeutet das, dann sagen sie, das weiß ich nicht. Und es ist schwierig, das im Sutra zu finden. Warum? Diese 16 sind Erfahrungen, die jeder Arya hat, wenn sie die Leerheit direkt sehen. Arya bedeutet eine Person, die die Leerheit direkt gesehen hat. Es ist die kraftvollste Erfahrung, die ein Lebewesen haben kann. Wenn du es hast, dann wirst du schnell zum Buddha werden. Es ist nach so vielen Milliarden und Abermilliarden von Jahren, wenn das dann passiert und ihr seid dicht dran. Mein Lehrer hat gesagt, als ihr geboren wurdet, dann haben sie die Kugel abgeschossen auf das Ziel. Und wenn ihr eine Kugel verlangsamen könnt, während es auf das Papier zurast, und dann berührt es erst das Papier und dann geht's durch. Und mein Lehrer hat gesagt, wenn ihr in dieser Klasse sitzt und wenn ihr den Löwentanz macht, dann hat eure Kugel bereits das Papier berührt. Dann müsst ihr einfach noch ein paar Wochen arbeiten, ein paar Monate arbeiten. Und dann seid ihr fertig. Dann habt ihr die Leerheit gesehen. Ihr seid so, die Kugel berührt das Papier. Nach Milliarden und Milliarden von Leben. Und dann wird es euch passieren. Es ist so kraftvoll, dass ihr 20 Minuten lang die Leerheit direkt seht und dann die nächsten 10, 12 Stunden. Dann passieren ganz, ganz viele unglaubliche, unmögliche Dinge. Und die zusammen sind die 16. Und fast niemand versteht das. Wenn ihr also eine Liste gemacht habt von all den coolen Dingen, die euch passiert sind, dann werden es 16 sein. In diesen 10 oder 12 Stunden. Die ersten 20 Minuten
direkte Sicht der Leerheit. Und die nächsten 10, 12 Stunden, diese 16 Dinge passieren euch dann. Und die sind sehr, sehr schön. Das ist das Allerschönste der Welt. Und deswegen ist es besonders cool, dass wir eine Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Was ich also vorschlage, ist, dass wir eine Pause machen. Und dann kommt bitte in 15 Minuten zurück. Und dann machen wir ein paar davon heute Abend. Und morgen, wenn wir zusammen sind, in der letzten Klasse, dann verspreche ich euch, dass ich die alle durchnehme. Danke. So, jetzt können wir mit der Klasse beginnen. Die von euch, die DCI-Niveau Nummer 7 gemacht haben, ihr habt viel von diesem gehört. Aber jetzt im Lam Rim, da sind wir bei den 4 Arya-Wahrheiten gelandet. Und jede hat 4 Aspekte. Und deswegen haben wir 16. Was ich gemacht habe, ich habe alle diese Erfahrungen genommen, die man macht, wenn man die Leerheit direkt gesehen hat. Und ich habe die in die 16 reingetan. Diese Lehre ist eigentlich verloren gegangen. Ich glaube, das ist aus Indien nicht, hat von Indien nicht überlebt. Ich werde mein Bestes tun, um diese Arya-Erfahrungen in diese Struktur der 16 einzupassen. Das Erste, bevor ihr die Leerheit direkt seht, seht ihr die abhängige Entstehung. Ingo, das ist so wie Ursache und Wirkung. Wie sieht das aus? Ihr müsst erstmal viel gute Dinge tun. Das Allerwichtigste ist, dass ihr einen Lehrer findet, einen wahren Lehrer, der diese Dinge versteht. Das Zweite, ihr solltet ihnen dienen. Das bedeutet nicht, dass ihr ihnen Yochaos gebt. Da werden sie nur dick von. Es ist noch viel wichtiger, das zu tun, was Jasmin tut. Und all diese Volontäre, all diese Freiwillige und all diese Lehrer. Yochao ist sehr, sehr wichtig. Aber dieses Retreat in Thailand zu organisieren, wenn ihr die Lehrer fragt, Geshe-la, möchtest du ein Yochao oder möchtest du ein Retreat in Thailand? Okay, das Retreat in Thailand. Weil das ist der wahre Dienst. Das ist der Dienst am Dharma. Ihr solltet studieren, lernen. Ich bin sehr beeindruckt von unseren Freunden in China. Ich finde es so toll, dass ihr euch Notizen macht. Ich bin so beeindruckt, wie ernsthaft Studenten ihr seid. Ich habe meiner Partnerin Veronika gesagt, diese chinesischen
Leute, das ist so schön, ihnen was beizubringen. Die machen sich immer Notizen. Und dann rede ich immer von China, China, China. Vielleicht solltest du nach China ziehen, sagt sie dann. Aber ernsthaftes Studieren, wie Wangsha, die Lesegruppen oder wie ihr in Shanghai oder Singapur oder, hat auch fantastische Lesegruppen und Taiwan in Yaoli hat eine. Diese Art von harter Arbeit. Und dann muss man sich natürlich auch um andere kümmern. Arme, Alte, Junge. Wenn ihr die Lehrheit direkt sehen möchtet, dann studiert. Und dem Lehrer dienen ist dann nicht genug. Ihr müsst auch die Armen und die Kranken pflegen. Nicht nur manchmal. Es sollte eigentlich so jeden Tag sein. Ich kaufe dir was ein und ich werde sie nach Hause tragen für dich. Ich werde dich zum Doktor fahren. Ich werde mit in die bürokratischen Büros fahren und werde dir was ausfüllen. Also jeden Tag irgendeine Art von Dienst. Und ihr solltet jeden Tag meditieren. Mindestens wollt ihr die Wahrheit oder wollt ihr das Leichte? Aber es sagt es nicht allen, sie werden nämlich wegrennen. Wenigstens eine Stunde, mindestens eine Stunde Meditation, jeden Tag. Wenn ihr nicht ernsthaft seid, wenn ihr DCI seid, dann würde ich sagen, eine halbe Stunde. Das stimmt aber nicht. Das ist nur für Anfänger. Aber ihr seid keine Anfänger. Wenn ihr ernsthaft seid, wenn ihr Leerheit sehen möchtet, eine Stunde. Ja? Eine Stunde jeden Tag. Und wenn ihr das tut, dann wird euch was ganz Cooles passieren. Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Sagen wir mal, ihr seid in der Küche. Und sagen wir mal, ihr macht eurem Lehrer einen Tee. Und ihr nehmt den Topf und ihr tut das Wasser rein. Und dann setzt ihr den Topf auf den Herd. Und dann macht ihr den Herd an. All diese Studien und die Retreats und die Meditationen, all der Dienst an Armen, all diese Ursachen sind dann bereit in eurem Geist. Dann wartet ihr darauf, dass das Wasser kocht. Und auf einmal werdet ihr sehen, wie sich ein Samen in eurem Geist öffnet. Und ihr werdet ein kleines Bild von einem Topf sehen, wie es rauskommt. Und wie es dann zum Herd geht. Und dann ein weiterer Samen. Natürlich kommen 65 pro Sekunde. Deswegen sehen wir sie normalerweise nicht. Es ist so schnell. Das ist so, als ob Dinge da draußen wären. Aber in Wirklichkeit öffnen sich Samen, wenn ihr sehr viel gutes Karma habt. Eines Tages werdet ihr wirklich sehen, wie sie sich öffnen. Im Löwentanz, da tun wir nur so, als ob wir sehen, wie die Samen sich öffnen. Aber wenn du diese ganzen Ursachen sammelst, den Lehrer dienen, dem Dharma dienen
und Leuten in Not zu helfen und viel, viel, viel studieren und meditieren, dann verlangsamen sich diese Samen und dann könnt ihr sie sehen, wie sie sich öffnen. Vertraut mir, wenn der Tag kommt, dann werdet ihr wow sein. Geshe-la hatte recht. Ich habe das nicht geglaubt. Er hat mir den Stift 3000 Mal beigebracht. Das stimmt wirklich. Wow. Ja. Jetzt im Moment respektiert ihr mich. Ja, das klingt ganz gut. Ja, jeder macht so. Aber an dem Tag, dann wird es eure direkte Erfahrung werden. Und danach werdet ihr verstehen, die Welt kommt von euch. Deswegen müsst ihr nicht sterben, weil es von euch kommt. Und wenn ihr die Samen verändert, dann werdet ihr Maitreya. An dem Tag werdet ihr es glauben. Und das werde ich bei Nummer 4 einordnen. Von den 16. Jetzt sag mir mal jemand, was die Nummer 4 ist. Ja, Dinge sind nicht sie selbst. Was bedeutet das? Feuer ist nicht heiß. Wasser ist nicht nass. Und der Topf auf dem Herd ist kein Topf auf dem Herd. Das ist ein Bild aus meinem Geist. Möchtet ihr tiefer gehen? Also der Stift. Nein, ich gehe tiefer. Ich werde nicht nur wiederholen. Jemand kann eine Frage stellen. Also die Nummer 4 von den 16. Das ist das Einzige, was wir machen. Der Stift ist nicht ein Stift. Dieser Buddha sagt immer dasselbe. Was heißt das? Ich glaube, der Stift muss der Stift sein. Wieso? Ich verstehe, dass dieses Bild von mir kommt. Aber da ist doch was im Stift. So wie das Heiße im Feuer und wie das Nasse im Wasser. Da ist doch was im Stift. Ich verstehe schon, also dieser Stift und diese Form, das kommt von mir. Aber dieser Stift kann schreiben. Da muss doch was drin sein. Verstehst du? Aber du hast gesagt, Nummer 4, da ist nichts drin. Aber ein Stift kann doch schreiben. Da muss was in dem Stift drin sein, was schreibt. Ja, jetzt schaut mal zu. Wir brauchen eine neue Seite. So. Das ist jetzt eine Linie. Wegen dieser Linie
hat der Stift was in sich drin. Aber so ist das nicht. Wenn ich so mache, dann kommt ein kleines Bild. Und dann noch ein Bild, noch ein Bild. 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 Was der Stift macht, kommt auch von mir. Der Stift kann nicht schreiben. Das Schreiben vom Stift kommt auch von mir. Bild, 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 Bild. Das kommt nicht vom Stift. Das kommt von hier. Cool? Und das ist Nummer 4. Die Schönheit von DCI, das ist, dass ihr nicht nur über Philosophie sprecht. Wir benutzen die Leerheit in unserem wahren Leben. Wie benutze ich Nummer 4 in meinem wahren Leben? Der Topf kommt von mir. So, okay. Dann muss ich immer noch Tee machen. Das ist eigentlich, kommt nicht so richtig drauf an. Es kommt von mir oder es kommt nicht von mir. Aber das funktioniert doch auf die gleiche Weise. Also du verlangst jetzt Tausende von Dollar von mir, um mich nach Thailand zu lotsen und dann sagst du mir, der Topf ist kein Topf. Und wenn ich nach Hause gehe, dann benutze ich weiter denselben Topf. Und der wird funktionieren. Warum muss ich hierher kommen? Dann können wir auch über Aspirin sprechen, wenn ihr also einen Kopfschmerz bekommt und ihr Aspirin nehmt. Warum nehmt ihr eine Aspirin und keine Banane? Gashler, jetzt sei nicht dumm. Eine Banane stoppt ja keinen Kopfschmerz. Und eine Aspirin stoppt einen Kopfschmerz. Wenn ihr also einen Kopfschmerz bekommt, dann solltet ihr eine Aspirin nehmen und keine Banane. Gashler nimmt wahrscheinlich ein Yochow gegen Kopfschmerzen. Aber wir wissen alle, das habt ihr im DCI oft gehört, Aspirin funktioniert ja nicht immer. Manchmal funktioniert es. Und manchmal funktioniert es nicht. Warum? Die Kraft, eure Kopfschmerzen wegzunehmen, ist nicht in der Aspirin-Tablette. Und das ist Nummer 4. Das Aspirin ist kein Aspirin. Aspirin ist nicht die Kopfschmerzmedikation, jedenfalls nicht von sich selber aus. Wenn ihr Samen habt, dann funktioniert Aspirin. Wenn ihr die Samen nicht habt, dann wird das Aspirin nicht funktionieren. Deswegen ist es so, dass Aspirin manchmal funktioniert und manchmal nicht. Weil da nichts im Aspirin ist. Aspirin ist kein Aspirin. Und das ist Nummer 4. Und Yoga ist genau so. Manche Leute, die machen Yoga und die werden kräftig. Und manche machen Yoga und die verletzen sich. Yoga ist dasselbe. Wenn ihr Samen habt, dann macht euch das Yoga kräftig. Aber wenn ihr kranke Leute ignoriert und wenn ihr euren Freunden nicht helft, wenn sie krank sind, dann werdet ihr nicht die entsprechenden Samen haben, wenn ihr Yoga macht. Und dann werdet ihr euch verletzen.
dann wird sich euch das Yoga verletzen. Es ist nämlich nichts im Yoga, was euch kräftig macht. Die Kraft im Yoga, die kommt von euch. Und das ist die Bedeutung von Nummer 4. Und dann haben wir noch 15 weitere Morgen.